Haben wir das rausgenommen, Inventar reparieren? Oder ist das neu dazugekommen? Keine Ahnung. Kann mich nicht erinnern, dass ich das schon mal gesehen habe. Okay, muss ich mal vielleicht die Liste aktualisieren. So, dann Integration startet jetzt, ihr Lieben. Und da ist gerade irgendwas passiert. Ich schaue sofort. Oh, du warst gar nicht in-game? Hallo! Nee, es war nicht in-game. Oh. Hallo, ihr Lieben. Vielen Dank für den Raid von Miss Miri 0. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Wie kommen wir denn zu ihr? Der Ehre, vor allen Dingen so spät zur Stunde noch. Hallöchen, wir sind da. Raid. Hallo, Dankeschön für den Raid. Ja, ihr Lieben, ich vermute mal, ihr habt auch Valheim gespielt. Ja, ihr habt auch Valheim gespielt. Ja, schaut da gerne mal bei der Miss Miri vorbei. Ich werde das natürlich auch mal machen. Und mir mal anschauen, was da so geht. Ja, zur Erklärung für euch. Wir spielen Permades mit Twitch-Integration, das heißt mit Kanalpunkten. Werden dann hier Events gedroppt. Maximal 5 an der Anzahl und ja, wir haben jetzt gerade 5 neue Events gezogen gehabt. Das war jetzt einmal Inventar wegwerfen, dann Gewitter und Nebel und als Gute haben wir einmal Heilen und was war das andere? Med, glaube ich war es. Ausdauermed. Nee, Simple Food. Einfaches Essen und Heilen haben wir dabei bekommen. Aber das war Dankeschön. Richtig viel Honig. Ja, Dankeschön für den Honigschwurmchen. Dankeschön. Ja, wir haben heute schon mehrere Runs hinter uns, beziehungsweise einen anderen Run. Wir waren bis nach Eiktier gekommen und waren eigentlich dabei, erste Kupfer und Zinn und so einzuschmelzen. Ja, und dann gab es ein kleines Dilemma mit einem Troll und gleichzeitig jede Menge Viecher, die vom Chat gespawnt wurden. Und dann wurden wir leider zu einem Neustart gezwungen. Ja. Freud und Leid von Permades. Genau, Permades. Also alle Skills weg nach einem Tod. Ja, komplett Neustart. Komplett neuer Charakter, auch neue Map. Random Map. Und ja, wir sind jetzt bei 5 Neustarts. Wir sind jetzt aber auch mit... Boah, wie viele Stunden haben wir jetzt gespielt? Das ist jetzt der zweite Stream. Letzten Samstag waren es, glaube ich, auch 6 Stunden. Ja, wir sind jetzt bei 12, 13 Stunden. Und ja, wir haben gesagt, wir ziehen das so durch, solange wir Lust darauf haben. Auch so mit den Twitch-Events gleichzeitig, die ja echt fies sind teilweise. Gerade wenn dann Inventar weggeschmissen wird und dann werden gleichzeitig Horden von Gegnern gedroppt, ist ein bisschen schwierig. Aber wir haben die Gegner tatsächlich auch so gewählt oder die Events so gewählt, dass sie Level angemessen sind. Mehr oder weniger. Also es kommen jetzt keine Todeskinos hier angeflogen, während wir noch ohne Rüstung rumlaufen. Und ja, dementsprechend sind es auch immer nur 5 Events gleichzeitig, aber man hat trotzdem genug dran zu knacken. So, und der Plan ist jetzt gerade wieder, wir suchen Ausrüstung. Genau das meine ich. Böse wäre jetzt nur gewesen, wären jetzt gleichzeitig auch wieder Horden von Gegnern getroppt worden. Ja, das war so typisch, sonst man macht sich gerade für den Kampf bereit gegen diese Gegnerhorden und zack, schmeißt man sein ganzes Inventar weg. Ihr bösen Menschen, ey, das ist unfassbar. Also hier gibt's wirklich liebe Zuschauer, aber es gibt auch richtig böse Zuschauer. Ich bin neu in Valheim, spiele erst seit Ende Januar, Solo und erster Run. Bin noch grün hinter den Ohren. Ah, okay. Wie weit bist du denn schon? Heilen erhalten. Oh, Didi, danke, aber... Böse wär Zuschauer? Nicht nötig gewesen. Wer sind denn wohl die bösen Zuschauer, Frank? Ja, Plan ist jetzt auf jeden Fall wieder Leder zu organisieren für Ausrüstung. Mal schauen. Dabei. Brechbärenkampfessen ist auch ungünstig. Ja, die habe ich zum Glück, gibt es das nicht als Event. Aber sah gerade aus, als wenn es neue Events gibt. Da muss ich mal nachschauen. Vielleicht haben wir beim nächsten Mal dann tatsächlich auch ein paar neue Events.
Das wäre cool, ja. Dritten Boss besiegen. Momentan bin ich im Gebirge unterwegs. Cool. Uiuiui, Gebirge und? Ist hart am Anfang. Ja, der Sumpf auch. Und, wie lief's gegen Knochenwanst? Ging wohl oder viel Probleme gehabt? Der kann halt richtig assi sein, wenn man nicht weiß, welche Resistenzen und so der genau hat, dann kann der richtig scheiße sein. Welche Schadensarten der gegen der anfällig ist, wenn man das nicht weiß. Oh Gott. Ich will nicht schon wieder neu anfangen, die Map gefällt mir. Ja, ich finde die auch ganz nett, aber da waren gerade irgendwie ein paar viele Gegner auf einmal. Und ich habe noch nicht so viel Rüstung. Knochenwanz war super easy. Okay, dann hast du aber wahrscheinlich Glück gehabt oder ein paar Tipps bekommen, schätze ich. Keine Ahnung. Ja. Weil es ist tatsächlich so, ich habe das selber beim anderen Streamer-Kollegen gesehen gehabt. Die waren auch mit einer Gruppe gegen Knochenwanz unterwegs und die haben halt alle die falschen Schadensarten gehabt und haben da wirklich eine halbe Stunde auf den rumgekloppt und sind, was weiß ich, hier auch gestorben dabei. Kerstin? Ja, Conny. Bist du zu Hause? Nee. Wo bist du denn? Ein bisschen westlich von der Base. Wieso? Was bringst du denn nach Hause? Ach, nichts. Nichts. Ich kann in einer Minute zu Hause sein. Wie viele sind's denn? 5. Ah, und ein Sterne dabei. Will ich das? Hast du dich etwa schon in Dunkelwald gewagt? Ich seh's. Conny, nein. Mir spielt nahezu UnoBSB und erkundet alles auf eigene Faust. Ja, cool. Dann Glückwunsch, ey. Das ist schon stark. Also, willst du aber nicht alle, ne? Wie gesagt, das ist halt so, man kann da massive Probleme haben. Wenn man jetzt wirklich Glück hatte mit der Schadensart, dann ist das ja okay. Aber der hat ja komplett Resistenz, soweit ich weiß, auch gegen Schlitzen. Oder? War es Schlitzen quasi oder war es Stechen? Stechen ist, glaube ich, besonders schlimm. Ja, und wenn man dann halt den falschen Schaden hat, dann ist halt richtig kacke. Also wir haben tatsächlich, sind wir angefangen mit einem Let's Play, Kerstin? Mhm. Du meinst das lange Let's Play, was wir gemacht haben? Ja, das lange. Als Mistlands rauskam im September, lass mich lügen. Später, September, oder? Rum? Oktober, November? Ja, auf jeden Fall haben wir zu Mistland Stars tatsächlich auch ein Let's Play gestartet gehabt. Mit 4 Leuten waren wir insgesamt. Und haben es dann auch komplett durchgespielt mit schönen Bauen und so. Und jetzt hat es so ein bisschen Valheim gefehlt. Deswegen sind wir mit dieser ganzen Permadeath-Geschichte und Twitch-Events angefangen. Und es macht direkt wieder Bock. Das mit den Neustarts. Ja. Gucken wir mal, wie lange wir das noch durchziehen können. Nicht so völlig 5 Lederreste, die ich mir mal leihen kann. Doch. Leihen? Ja. Ich will mir schnell mal ein Gerbergestell hinstellen. Ja. So dann gerne wieder auseinandernehmen. Einen wunderschönen. Resistent gegen Schmerzen, aber trotzdem kann man ihn dann noch fertig machen. Ja, natürlich. Aber dann steigt natürlich, mit der Zeit steigt natürlich dann auch die Chance, dass man dann doch irgendwie mal blöd Fehler macht und so. Aber stark, finde ich cool. Ihre Seite? Ich hatte mehrere Waffen mit und habe zwischendurch getestet, was den meisten Schaden macht. Ah, okay. Ja, dann mitgedacht, sehr cool. So, aufwerten, Feuersteinspeer. Jetzt fehlen mir ein Lederrest fehlt. Ich habe keinen mehr. Ja, ich weiß. Aber wir freuen uns tatsächlich auch schon auf den Start von den Ashlands. Bin auch sehr gespannt drauf. Oh ja, das sah richtig cool aus. Vor allen Dingen haben wir ja dann auch wieder am Server am Laufen. Oh, eigentlich sammeln die Kreaturen, wir haben Raid. Oh no. Aber guter Raid. Es waren nur Schweine, ne? Guter Raid. Schweine? Schweine und Nixen. Das ist okay, damit komme ich klar.
und bringt uns wieder. Bringt uns die Lederriste, na danke. Ja, komm mal weg da. Bekämpf die nicht im Ring. Vielleicht können wir das ein bisschen ausnutzen. Der Ring ist größer, als er angezeigt wird übrigens. Wo sind die Schweine? Wo sind die Schweine? Du hast da irgendwie ein paar Kumpels hinter dir? Ja, aber nur so Kumpels, die ich gerade gar nicht haben will. Im Übrigen, ihr Lieben, wir spielen auch mit Epic Loot. Kann ich wirklich jeden, der Valheim schon gespielt hat, nur empfehlen. Jetzt beim ersten Mal würde ich es jetzt nicht unbedingt machen, aber es ist für einen Neustart bei Valheim echt eine coole Abwechslung. Also es macht sehr viel Spaß, mit Epic Loot zu spielen. Und ja, wenn man es schon kennt, bringt das echt eine völlig neue Spieldimension. Es macht das Spiel an vielen Stellen einfach nochmal eine ganze Ecke cooler. Um das Ganze mal zu erklären, Sterne-Gegner und besondere Gegner. Und manchmal auch Kisten? Ja, Kisten, manchmal auch normale Gegner. Also es hat alles so eine gewisse Spawn-Chance. Droppen dann unter Umständen Gegenstände von unterschiedlicher Seltenheit, die dann verzaubert sind. Und dann unterschiedliche Fähigkeiten haben. Gib mal den Chat im Spiel No Map. Nein. Ich weiß nicht, was es verursacht, aber ich würde jetzt mal schätzen, dass ich danach keine Map mehr habe. Zumindest keine Minimap, oder? Ich glaube, das will ich nicht. Du kannst es mit derselben Eingabe wieder aktivieren. Okay, ich vertraue den mal. Ja, no map. Hat das genommen? Irgendwas falsch gemacht? Schrägstrich no map? Hier gemacht. Oh, ich glaube zusammengeschrieben. Okay. Ah. Okay, aber ich hätte gerne eine Map. Das ist für Leute mit ohne Orientierungssinn wahrscheinlich die Hölle. Ich weiß nicht, das Spiel ist uns gerade tatsächlich schon schwer genug. Ich glaube, wir brauchen das nicht noch. Ja, aber ich schaue gerne mal bei dir vorbei. Wann streamst du denn normalerweise, Miri? Da muss ich ja mal gucken. Ich finde das auch immer sehr interessant, wenn Leute Valheim das erste Mal spielen. Vor allen Dingen cool ist jetzt auch in den Gebirge. Ah nee, das lassen wir jetzt mal. Nee, das lässt du mal. Ja. Es gab da vor einigen Updates, Neuerungen, die sehr cool waren. Ich weiß jetzt halt nicht, was du in den Gebirge schon alles gesehen hast. Golems hat sie schon gesehen, hat sie schon von berichtet. Wir haben Valheim halt damals auch schon zum Start hingespielt und es hat sich sehr viel verändert und wirklich zum Besseren. Ich meine, das Spiel war immer schon cool, fand ich. Also es hat immer schon auch Spaß gemacht und es waren jetzt auch keine großen Bugs oder so. Aber wollen wir so pennen? Content, was gekommen ist, war halt immer echt cool. Keine Spoiler. Jetzt ist das schon wieder am Dunkelwald rum da oben. Ich hab nichts gespoilert, Didi. Ich hab mich zurückhalten können. Ach, verdammt. Komm, bleib hängen. Sehr gut. Ich komme. Wir haben ein Odin-Seedback. Was ist das denn? Falls du übrigens mal das Epic Loot zeigen möchtest, ich habe hier zwei. Ah, cool. Habe ich in Kissen gefunden. Ja, das sind dann jetzt zum Beispiel zwei Sachen. Hier ein Schild.
mit Stagger Duration, also quasi wie lange die pariert werden, plus 9% und... Was man natürlich mit so einem Schild nicht kann, von daher ist es blöd, aber ich behalte es trotzdem, ja, damit ich überhaupt eins habe. Und dann hier Magic Steinaxt, Attack Speed plus 8 und plus 10 bei Health Critical. Ja, das wieder? Coole ist, dass man... Nee. Ey! Das Coole ist, dass man die Sachen später dann tatsächlich auseinandernehmen kann. Okay. Und dann andere Sachen damit verzaubern kann und so. Also es ist schon sehr cool, der Mod. Macht sehr viel Spaß. Kann ich nur empfehlen, wer schon, weil er ihn gespielt hat, sich das mal anzutun. Wirklich, wirklich ein schöner Mod. Dienstags und Donnerstags immer fest am Wochenende. Wochenende spontan, ja. Entweder Samstagabend oder Sonntagnachmittag. Genau, Connys Zeiten. Ja. Weil meistens auch immer, also eigentlich immer Dienstag und Donnerstag am Stream. Sonntags bin ich immer am Stream und samstags ist so, wie wir gerade so Lust und Zeit haben. Wenn du dein Leder wieder haben willst, kannst du gern den das Gerbergestell wieder zerlegen. Mhm. Wie weit seid ihr? 95% haben die Himmelsschweine. Wollte gerade sagen, ich habe sie gerade kreischen gehört. Ne, ich lasse das Leder jetzt einfach stehen. Fertig. Seid ihr in ein paar Tagen stürzt bei mir andauernd die Twitch-App ab? Die mobile Twitch-App oder was? Ja, kann ja nur die sein. Mal deinstalliert. Das wäre so das Einzige, was mir da geradezu einfällt. Mal geguckt, ob ein Update da ist. Auch das wäre noch eine Idee. Ist das ein Schweinespawner? Also im Gebirge kenne ich Golems, Wölfe, diese anderen schwarzen Nachtdinger, die wild umherspringen. Räuber, oh, ja. Kultisten. Oh. In Höhlen war ich. Ah, okay. Ich meinte die Höhlen. Die gab es am Anfang nicht und ich war sehr positiv davon überrascht. Ich fand die sehr cool, die Höhlen in dem Gebirge. Die Fenrings sind quasi die einzigen Viecher in Valheim, von denen ich Gänsehaut kriege. Also Silber und Obsidian gefarmt. Ja, cool. Ebene war ich nur am Rand, da kenne ich noch nichts. Und Mistlands noch gar nicht. Wir waren im Let's Play, das war sehr witzig, waren wir relativ früh mal kurz in den Mistlands. Gerstin hatte da leichte Panikanfälle. Leichte? Du untertreibst. Das war sehr witzig. Wir hatten sehr viel Spaß dabei. Wir wollten da kurz mal reingucken und Gerstin hat richtig Panik geschoben. Ja, zu Recht. Quatsch. Wir sind aber nicht gestorben, wir haben auch nicht großartig was gesehen, von daher. Aber wir wollten mal kurz reinfahren. Gerstin war recht hysterisch. Mhm. Wir waren gefühlt am Rand der Map. Twitch zickt derzeit auch bei einigen Streamern. Ja, ich hatte es am Donnerstag auch, dass ich jemanden raiden wollte und Twitch einfach gar keinen Bock hatte zu raiden. So, es war, ja, furchtbar. So, was haben wir hier noch Schönes? Gar nichts. Das ist aber frech. Das ist ja frech, hier ist nichts, oder? Ich höre doch was. Hm, okay. Ich habe schon wieder Bienen bekommen. Okay. Schweinchen, komm hier. Dann nehmen wir ein bisschen Holz mit. Jetzt habe ich die Handwerkstation zerlegt. What? Miss Miri, danke schön für deinen Follow. Dann willkommen hier bei uns. Ich muss dazu sagen, Valheim spielen wir momentan halt wirklich nur, wenn überhaupt mal am Wochenende und dann auch ja eher recht ungeplant. Bei mir gibt's hauptsächlich momentan Grounded sind wir mit einer kleinen Truppe dienstags am Spielen. Und ansonsten gibt es bei mir viel Oxygen Not Included, falls euch das ein Begriff sein sollte. Wahrscheinlich nicht.
ein sehr kleines Kolonieaufbau-Spiel. Management. Ich finde es immer sehr schwer zu beschreiben, das Spiel. Ja, aber einer meiner absoluten Lieblingsspiele und es macht unfassbar viel Spaß. Stimmt, Donnerstag hatte ich auch Probleme mit Twitch und dem Raid. Sehr klein, war sehr klein. Zuckerwölkchen. Nee, sagt mir nichts, werde ich ja dann sehen. Ja, es ist ein wunderschönes, kleines Aufbauspiel. Dass man tausende Stunden versenken kann, wenn das Spiel was für einen ist. Ja, es ist ein Spiel, was eine extreme Lernkurve hat, wenn man sich darauf einlässt, was aber auch am Anfang echt schwer ist. Aber für Tüftler ist das ein richtig geiles Spiel. Oha, hier ist schon Schneebiom. Okay, ich habe hier auf jeden Fall Dunkelwald. Hallo Schweinchen. Hier ein kleines Dörfchen, mal gucken, was da so zu holen gibt. Oh, was ist hier mit dem Chat los? Ich habe nichts gegessen und mich hat hier keiner erinnert. Wir haben doch eine Wette am Laufen gerade, oder nicht? Nee. Nicht. Warum hatten nicht? Hatten wir irgendwie, keine Ahnung. Gesagt, dass wir keine heute mehr machen. Ja, okay. Wir können jetzt gerne noch eine halbe Stunde Wette machen. Weiß ich nicht. Was sagt der Chat? Wollen wir noch eine halbe Stunde Wette machen, ja oder nein? Danke fürs Food, Didi. Dankeschön. Ja, leider nichts krieg, weil ich wahrscheinlich zu weit weg von dir bin. Das ist möglich. Die Grauzwerge. Nerven. Bist du schon wieder im Dunkelwald? Ich bin dann dran vorbeigeschlittert. Nee, keine Wette. Und es ist auch schon spät. Da passt man nicht mehr so auf. Wir wollen doch was sehen. Warum sollte ich selber Action verhindern? Was? Okay, ich hab nochmal Bienen gefunden. Und nochmal? Oh, wow. Als ob wir nicht schon genug davon hätten. Ich sag, hier ist ein kleines Dörfchen. Wie viel Bienen wir in diesem Spielstand haben? Direkt am Bergbiom. Und hier ist auch ein Winzfleckchen Dunkelwald. Okay, da war eine Ein-Sterne-Nixe. Okay, ich habe noch eine Magic-Streitaxt gefunden. Ich weiß nicht, ob Steinaxt, sorry. Ich weiß nicht, ob ich schon mal eine Ein-Sterne-Nixe gesehen habe. Die sind blau, ne? Es gibt da zwei Sterne, die sind lila. Cool, mehr habe ich noch nie gesehen. Okay, ich habe eine Magic Steinaxt gefunden mit Stechen plus 2%. Macht Schlitzenschaden 4 bis 8 und Stechen 0 bis 0. Well. Okay. Ist gut, ne? Hm. So wird aber mal ins Bett, muss morgen früh raus. Viel Spaß euch noch, bis zum nächsten Mal. Danke für deinen Raid nochmal, Miri. Und dann sehen wir uns ja vielleicht die Tage. Ich schaue auf jeden Fall auch nochmal bei dir vorbei, wenn ich es irgendwie schaffe. Muss mal gucken. Es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, wenn wir zur gleichen Zeit streamen. Ja. Oh, vielleicht lassen wir das lieber nicht, dass ich gleich ersaufe. Das wäre richtig doof, der Tod. Also nee, du hast keine Wette gemacht. Eine neue Wette ist okay. Wie spät haben wir's? Ja, weiß nicht. Sollen wir noch eine machen, Kerstin? Bis keine Ahnung. Eins. Oder bis Viertel nach. Und dann machen wir auch Schluss. Ja, dann machen wir bis Viertel nach und dann machen wir Schluss. Gut, ich mach. Schumpchen, du musst aufpassen. Ja, auf jeden Fall. Also mich wundert, dass Schumpchen noch da ist. Normalerweise ist die Zeit immer noch schon weg. Okay. So, hier Säge läuft. So. Noch ein paar mehr Schweinchen. Hallo. An die Skelette wage ich mich jetzt noch nicht dran. Nee, besser nicht. Hier steht wieder im Grasland.
ein Turm mit Skeletten drin. Und weit und breit kein Dunkelwald zu sehen. Hier ist noch ein Dorf. Oh, das wird doch raide ich mal eben schnell. Wow. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der mit einem Schuss stirbt. Stark. Zwei Sterne. Hirsch kann man mal mitnehmen. Oh ja. Das wird ja immer später. Ja, gute Nacht, Miri. Tschüss. Tschüss. So. Wo ist mein Knüppel? Da. Boah, ich bin so froh, dass wir kein Event mehr gekriegt haben mit Viechern heute. Also jetzt gerade. Ich glaube, das wäre nur im Chaos geendet. Ja, ich auch. Vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt, als Miri mit dem Raid reinkam, die hätten uns hier alles vollgepflastert mit Viechern. Ja. Du hättest versucht, der charmante Gastgeber zu sein. Mhm. Achso, die Leute, die von Miri gekommen sind, spielt Miri mit irgendwelchen Mods? Hätte mich jetzt nochmal interessiert. Also ich kann verstehen, wenn man es nicht macht, klar. Aber Alan hat tatsächlich eine echt gute und große Mod-Community. Sind die an zu Hause vorbeigelaufen, ey? Nur sau weit weg. Ach, mal eben hier den Hirsch verkloppt. Recht? Bestimmt. Kann ich jetzt so nicht sagen, aber auch nicht damit gerechnet, dass das funktioniert. So. Nicht, dass ich wüsste, ich glaube im ersten Run Vanilla. Das ist okay. Dann hat man ja auch noch was Schönes, wenn man nochmal wieder spielt. Ja. Wobei wir ja unser Let's Play auch mit Quality of Life Mods nur gemacht haben. Nichts, was wirklich extrem spielverändernd wäre, wie das Epic Loot gerade. Ja, das wär auch zu krass gewesen. Weil ich finde jetzt so, nachdem man alles nochmal gespielt hat, ist das ganz cool. Ich habe auf die Wette gedrückt, aber sie war dann sofort weg. Ich konnte nirgends mitwetten. Cool. Ist sie denn schon durch? Ne, die läuft auch noch. Unten auf Kanalpunkte musst du gehen. Und da kannst du dann mitwetten. Meine Wetteingaben werden nicht angenommen. Oha. Wie viele Kanalpunkte hast du denn schon? Nee, das war von Didi, dass sie nicht angenommen werden. Dann ist wahrscheinlich gerade irgendwas bei Twitch wieder kaputt. Guck mal, was ganz was Neues. Bei Twitch ist was kaputt. Ja, ich denke auch. Ich denke zu wenig. Nee, ich glaube nicht. Die Wette läuft und es ist auch egal, wie viele Leute da rein buttern. Also es dürfte eigentlich nicht das Problem sein. Wer von euch hat denn schon alles Valheim gespielt? Fragen wir mal so. Okay, kann sie nicht auswählen. Steht ein 2 bei Didi, ja, stimmt. Ui, Didi, leg ruhig noch ein bisschen drauf. Achtung, Didi haut wieder Wette gegen euch. Was? Glaube ich mitgemacht bei der Wette. Okay. Ja, wenn es noch nicht funktioniert hat, tut es mir leid, aber manchmal ist das ein bisschen buggy. So, mal eben alles wegsticken. Haben wir eigentlich schon... Oh, wir haben tatsächlich schon Truhen. Ist ja cool. Stick 13 Items. Sehr schön.
Dankeschön für dein Follow, Zack. Vielen Dank. So, Kerstin? Ich habe die Rune vom Uralten gefunden und habe sie lesen können. Sehr cool. Und? Skelett. Vom Uralten? Vom Uralten. Okay. Ist nicht eigentlich in den Dingens? Ja, hier war so ein Turm mitten im Grasland mal wieder. Okay. Interessant. Ich weiß ja nicht, ob ich mich mit dem Skelett jetzt anlegen soll oder nicht. Nee, lass das lieber. Ich möchte hier noch gerne ein bisschen länger spielen. Und Starfox, auch hinterher. Dir vielen Dank für dein Follow. Willkommen hier bei uns, Lieben. Ja, wie gesagt, Valheim gibt es tatsächlich unregelmäßig. Ich kann es euch nicht versprechen, wann oder sagen, wann wir das nächste Mal spielen werden. Aber ich kann euch sagen, dass ihr auf YouTube auch die vorherigen Videos schauen könnt. Wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr auf sowas Lust habt, das ist ja auch immer so eine Sache. Aber meine VODs kommen da auch tatsächlich alle auf YouTube drauf. So, jetzt enttäuscht mich nicht, ihr zwei. Was soll das denn heißen? Sag mal, Zuckerwölkchen, wie hast du heute Abend gewettet? Das würde mich jetzt mal interessieren. Es hört sich die ganze Zeit so an, als wenn wir dafür verantwortlich sind, dass du keine Kanalpunkte bekommen hast. Also ich würde mal sagen, du hast ziemlich schlecht gewettet heute. Gegen, für. Ja, warum hast du denn die ersten Male gegen uns gewettet? Selber schuld. Macht man ja auch nicht. Du kannst doch nicht einfach gegen uns wetten. Oh, was war denn da los, Didi? War doch gar kein Gegner. So, wie viele? Ich habe doch bestimmt einiges an Lederresten mitgebracht. Ich gehe jetzt mal. Ja, ich habe auch die Kiste voll gemacht eben. Lass mal ein bisschen auf Ausrüstung bauen. Ja, und 13 Hirschfälle. Die Schweinchen machen Sachen. Amore, so. Also, Schumchen wollte ein Schweinchen sein und Schumchens Partner hat sich noch nicht gemeldet. Also, wer gerne ein Schweinchen sein möchte bei uns, kann sich gerne melden. Gute, ein Sterneschweinchen. Wollte eigentlich nur 10.000, aber bei mangelnder Anzeige waren es plötzlich 30. Ach du Scheiße. Hast du gegen uns gewettet? 30.000? Bist du doof? Oh Gott. Wie man seine Zuschauer vergrault, 1.0. Es ist Didi. Da ihr nett seid, mache ich mal ein Follow. Dankeschön, Zack. So, also für die Leute, die es nicht wissen, ne? Didi ist normalerweise auch hier ein Mitspieler. Jetzt kommt auch das Gewitter. Ich hoffe, ihr überlebt jetzt. Frau Ziller, beim letzten Mal warst du verantwortlich, dass wir neu starten mussten. Was soll das denn heißen mit hoffe, ihr überlebt jetzt? Du warst dafür verantwortlich. Ja. So. Guck mal, ihr habt genug Hirschfälle gesammelt für Lederbrustpanzer und Lederhosen. Wie machen wir die da, meint? Hast du dir schon was gebaut? Ich habe meine ganzen in die Kiste gepackt. Ja, die sind dann auch noch über. Keine Sorge. Hier. Gut. Pack ich da mal rein. So, und jetzt gucke ich mal. Bogen herstellen. Haben wir eigentlich Pfeile an? Nee, ne? Ich habe endlos viele im Inventar. Es hätte auch ein Nebel sein können. Oh nein. Hast du jetzt Hose und X gemacht? Ja. Dann behalte ich mein zerlobtes Hemd und mache mir stattdessen lieber einen Helm. Wie du möchtest. Und damit haben wir dann auch alles aufgebraucht, ne? Ja, ist jetzt kein Problem. Ich habe ja jetzt einen Bogen, dann sollte das mit dem Hirschfällen jetzt ein bisschen schneller gehen. Vorausgesetzt, kommen noch mal ein paar irgendwo. Aber jetzt mit dem blöden Gewitter sehe ich natürlich wieder nicht so viel. Gewitter? So, schauen wir mal. Frau Ziller, ich gebe dir einen Freischein. Was?
Hier darf keiner Freischeine verteilen. Zumindest nicht der Didi. Ich hab einen gehört. Jetzt muss ich ihn nur noch finden. Wo stecken die? Warum läuft hier ein Skelett rum? Das ist meins wahrscheinlich. Hast du gefunden? Ja, du hast mein Skelett gefunden. Ja, wow. Und den bin ich vorhin weggerannt. Du hast gesagt, ich soll weglaufen. Weggelaufen. Hier, ich töte es. Bitte so rum und nicht andersrum, danke. Jetzt schlag doch, du Kackvieh! Glück gehabt. Ich hab überlebt. Will keiner mein Schweinepartner sein? Oh mein Gott, das hört sich irgendwie falsch an. Mein Schweinepartner. So, wo sind jetzt hier die Hirsche, verdammt? Den einen habe ich jetzt schon gekillt, den ich gehört habe. Das Gewitter verscheucht die ganzen Hirsche. Da steht Schweinchen. Macht ihr dann schweinische Sachen? Ja, ich hab's gerade gehört. Die haben gerade schon schweinische Sachen gemacht. Wirklich? Einfach so? Schweinischen Sachen? Oder schweinische Sachen? Beides. Ich finde keine Hirsche. Ich finde irgendwie gerade gar nichts. Sonnenuntergang. Didi mit seinem blöden Gewitter. Ich fange an zu frieren, steht da. Oh, hier sind Schweinchens. Hier war doch gerade noch ein Schweinchen. Wo ist das hin? Na, da. Und ich höre was bellen. Oh nein! Warum, Didi? Warum? Didi hat so viele Punkte. Oh Mann. Ja. Ey, hier ist gerade so spät ein Hirsch gespawnt. Der war 3 Meter vor mir weg und ist sofort erschrocken. Die noch gekriegt habe. Okay, ich höre noch einen bellen. Aber du siehst halt gar nichts, ne? Furchtbar. Conny denkt ans Essen. Ja, würde ich gerne, aber das Problem ist, eventuell habe ich mein ganzes Essen weggesteckt. Eventuell. Schumpchen gives you simple food. Dankeschön. Marmelade, die leckere. Oh. Das ist schon ziemlich nett, Schumpchen. Dankeschön. Schumpchen wohl noch ein Engelchen ist. Sie hat es auf jeden Fall die letzte Zeit wieder wettgemacht. Ne? Ja. Wir dürfen gespannt sein, wer morgen als Teufelchen und wer morgen als Engelchen gelistet ist. Dann banne ich die Teufel alle weg. Ruhige dich, Hirsch. Ich glaube, das wird ein knappes Rennen. Ja, Heidi hat ziemlich aufgeholt heute. Ne? Ich glaube, Heidi hat auch keine Punkte mehr, wenn ich das richtig verstanden habe. Kerstin. Ja. Komm, lass uns nach Hause. Ich habe gerade noch einen Hirsch erspäht. Ja, ich erspähe hier gar nichts mehr, außer eine Wand von Nebel. Okay, anscheinend ist da ein Hirsch. Okay, ich habe wohl daneben geschossen. Okay, ich habe ihn erlegt. Ich glaube, ich habe meinen auch getroffen. Ja. Die Schweinchen machen Amore. Doch, hab wieder welche. 112. Das dauert aber.
Nebel. Ah, das ist nach deinem Geschmack, ne? Sagst du mal was? Zwei Ferkelchen. Was? Direkt zwei? Ja. Das Schumchen aber ganz schön rumgeferkelt. Möchte immer noch keiner Schrumpchens Schweinepartner sein? Oh, da war eine Nixe mit Tarnung. Die habe ich nicht mal gesehen. Die stand plötzlich neben mir. Die haben immer Tarnfarbe. Ich! Okay. Also Schweinchen Nummer 2 wird Heidi. Dann machen die beiden schweinische Sachen. Ihr müsst aber damit leben, dass euer Nachwuchs vielleicht nicht ganz so lange lebt, ne? Da, Heidi und Schumchen. Oh, Schumchen liebt dich. Und Heidi liebt dich auch. Hast du die Bären aufgesammelt, die ich da eben reingeschmissen habe? Möglich ist dies. Ja. Ist nicht nur möglich, das ist sogar wahrscheinlich. Ja, Ferkel 1 und 2. Das habt ihr gut gemacht, ihr beiden. Ich bin begeistert. So, komm, lass uns schlafen. Vielleicht ist dann der Nebel weg. Ein paar habe ich auch noch auf euch gewettet. Auf uns oder gegen uns? Da scheinen wir ja doch irgendwie Talent zu haben. Ja. Schweinische Sachen könnt ihr wohl machen anscheinend. Du wolltest noch Essen mitnehmen, weil du alles weggesteckt hast. Ja, aber ich habe ja schon wieder Essen bekommen durch... Ja, okay, ich könnte vielleicht noch mal ein bisschen was braten. Da waren gerade komische Geräusche, haben die schon wieder rumgeschweinert. Schweinchen schon wieder gehört. Hat schon wieder schweinische Sachen gemacht. Nee. So, das müssen wir mal hier entfernen vom Weg sortieren. Das muss noch... Das darf nicht wegsortiert werden. Heidi und ich sind eben ein Dreamteam. So, gekochtes Fleisch darf nicht wegsortiert werden. Marmelade, gekochtes Fleisch. Was nehme ich noch? Fischfleisch. Könnte ich auch noch aufhängen. Nervt der Nebel? Es geht. Ich bin am Kochen. Also mit Nebel kann ich wohl kochen. Das ist kein Problem. So schlimm ist der Nebel gar nicht. So, 11 mal Lederreste. Haben wir eigentlich schon, haben wir eigentlich schon Trophäen? Ja. Mehr als genug. Für Eiktier haben wir schon mehr als genug Trophäen? Ja, mehr als genug. Ich meine, wir haben jetzt gerade keine bösen... Eine Spawner. Oh, da ist sogar ein Sternchen dabei, aber wir haben ja jetzt Sternchen, ne? So. Das aus, das aus, das aus. So, dann gibt's das zu essen und das zu essen. Nee, es ist für Eiktier noch ein bisschen zu früh. Ja, vor allem, weil dann auch die anderen Gegner kommen, potenziell, ne? Nö, heute ja nicht mehr. Ja, dann aber beim nächsten Mal. Ja, beim nächsten Mal schon, ja. So, was brauche ich denn für den Bogen? Das geht. Obwohl, nee, ich glaube, ich will erst ein Schild haben. Schild wäre noch ganz nice. Harz, haben wir Harz? Stimmt. Stimmt. Yes. Dann brauche ich mir meist ein Schildchen. Kann man den dann ja nach Lieb zurückschieben, wenn der nicht mehr... Nein, auf gar keinen Fall. Dann spawnt ihr den wieder alle 5 Minuten. Auf gar keinen Fall. So. Die blöde Hose kann weg.
kommen denn jetzt die Pfeile eigentlich her? Die habe ich in Kisten gefunden. Oh, nett. Diese riesen Stapel Feuersteinpfeile, meinst du, ne? Hm. 40 Stück oder was? Ich höre schon gerade wieder einen Hirsch. Sehen noch nix. Dann suchen wir mal wieder. Ja, also da hinten ist Dunkelwald. Das ist eigentlich ganz geil, dass der Dunkelwald diesmal nicht so weit weg ist. Ja. Yeah. Und nicht so steil. Ich kann mal mein Ding jetzt hier sortieren. Nachteil ist, dass wir jetzt keine Gegner bekommen haben. Ne? Wir haben halt relativ wenig magische Gegenstände bekommen. Ja. Alles Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, die Chance, dass wir neu starten, ist deutlich geringer ohne die bösen Events. Ich habe einen Hirsch gehört, aber wo ist er? Ach, ich liebe die Musik. Also, Valhalla-Musik wird auch nie anstrengend, finde ich. Oder? Nee, finde ich auch. Also ich wüsste nicht, dass sie mir irgendwann schon mal so richtig auf den Sack gegangen ist. Hm, keine Ahnung, wo der hier schießt. Den ich gehört habe, auch verloren. Ahnung, wo der steckt. Ah, ich höre wieder einen. Ich höre auch einen Gräuling. Verdammt. Ich finde das auch sehr cool jetzt mit Epic Loot, dass wir die Trophäen halt irgendwie auch sinnvoll nutzen können. Ja. Yep. Also falls wir nochmal an den Punkt kommen, dass wir sie nutzen können. Oh, eine Hirschtrophäe. Oh, stimmt, wir können ja auch den Hirschsprecher bauen. Da hatte ich letztes Mal auch schon eingebaut in der letzten Runde, habe ihn nur nie benutzt. Warum nicht? War nie die Möglichkeit und Nötigkeit dazu. Muss da irgendwo ein Hirsch sein? Das kann nicht wahr sein. Weil die Keule macht doch auch Hauenschaden, ne? Ja, stumpfen Schaden. Macht der Hirschsprecher Hören? Nee, aber der hat ja dieses Area of Effect. Ach so, der hat AOE Damage. Oh, das wusste ich gar nicht, dass der AOE Damage hat. Vielleicht hat er ihn auch noch nie gebaut oder benutzt. So, Hirsch ist weg, den ich gesehen habe. Der ist eigentlich richtig geil gegen die Fledermäuse in den Eishöhlen. Weil die halten nicht viel aus. Hm. Und durch die AOE machst du dann immer gleich mehrere mit weg. Macht der denn genauso AOE wie der Hammer, den ich zum Schluss hatte? Ja, ja. Ah, okay. Halt nur nicht so viel, ne? Und ein Gemisch aus Stumpf und Stechen. Nicht aus Stumpf und Stechen, okay. Mhm. Was mal komisch ist für so einen Hammer, aber egal. Oh, Schweinchenspawne. Geht. Weiß nicht, wenn dir einer so ein Hirschgeweih in den Bauch rammt oder so, ist das glaube ich nicht so cool. Hm, was haben wir hier? Aber ich hätte jetzt gerne mal irgendwelche besonderen Waffen oder so. Wäre ganz nett. Oh, ich habe ein Dorf gefunden.
Vielleicht war ich da schon. Da war ich schon. Ich glaube ja, weil hier ist nämlich nur noch. Hier stehen nur noch Betten. Und so ein Dorf, wo einfach nur noch Betten so auf dem Boden stehen. So, hä? Jetzt hast du hier auch die Truhen alles schon leer gelootet? Ja, habe ich alle schon leer gelootet. Sorry. Ich will auch schönen Loot haben. Epischen Loot hätte ich gerne. Da gibt's Pizza. Da ist noch was. Da ist noch. Oh ja, da ist noch ein Dörflein. Vielleicht war Kerstin da noch. Habe ich wahrscheinlich auch schon leer gelootet. Ich hatte mehrere Dörfer gefunden. Entschuldigung. Nie lässt du mir Spannung übrig. Immer habe ich nur den Kack. Oh wow, das sieht aber cool aus hier. Das sieht ja cool aus hier. Oh ja, das Dorf direkt am Gebirge, ne? Sie hat schon alles leer gemacht hier. Warst du auch in der Steinfestung da oben? Nee, in der war ich nicht. Okay, dann guck ich mal. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Vielen Dank für den Raid. Uiuiuiui. Und hallo Chris. Oh je, oh je. Habt ihr zusammengespielt oder war das jetzt ein Zufall? Oh Gott. Shoutout kommt gleich. Wollte ich die... Nee, wir haben zusammen ETS gespielt. Okay, ich dachte schon, das war jetzt aber ein krasser Zufall gewesen. Dankeschön, ihr Lieben, für den Raid. Ich grüße euch. Was habt ihr gespielt? Habt ihr wieder zusammen rumgefarmt? Nee, die sind Töff-Töff gefahren. Töff-Töff? Ja. Ach, Euro Truck habt ihr gespielt. Ah. Hier die Lauten, die so viele Sachen transportieren. Es sind ganz schön viele Grauzwerge. Und mein Essen läuft gerade aus. Oh, nee, mach keinen Scheiß. Oh, da war plötzlich ein Berserker. Der stand da auf einmal so neben mir. Und hat der jetzt übergezogen? Nee. Nee, er hat glücklicherweise verfehlt. Ansonsten wären wir jetzt schon im Neustart. Nein, ETS 2. Laut wir oder die LKWs? Was? Laut? Wer ist laut? Hä? Verstehe ich jetzt ja, nicht? Ja, die LKWs sind ganz laut meist. Also zumindest kenne ich nur laute LKWs. Vielleicht doch mal ein bisschen was mit dem Bogen. Wie lange läuft die Kanalwette? Die läuft noch bis Viertel nach. Ja, ihr Lieben, auf jeden Fall vielen Dank für den Raid. Es tut mir gerade leid, dass ich hier so ein bisschen beschäftigt bin, aber wir spielen Permades und wenn ich jetzt hier verkacke, dann müssen wir schon wieder neu starten und da habe ich gerade nicht so ganz viel Lust zu. Was tust du? Ich will da in die Festung. Aber der Berserker nervt gerade ein bisschen. Beziehungsweise sein Kumpel da, der Kleine, der bewirft mir die ganze Zeit mit Steine. Das ist ganz schön frech. Ich bringe übrigens noch ein paar Bienen mit, also eine. Ja. Außerdem hätte ich gerne Loot von ihm. Ich hoffe, er gibt Loot. Alles gut, kein Stress. Ja, zur Erklärung. Wir spielen Valheim Permades mit Twitch-Events tatsächlich. Und
Ja, haben den ganzen Abend an einem wunderschönen Spielstand rumgespielt, bis wir dann vorhin vor etwa einer Stunde, ja, vor einer guten Stunde dann tatsächlich neu starten mussten nach... Boah, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden waren das? Oh ja, haben wir lang gespielt. 6 Stunden, 7 Stunden? Ja, irgendwie so weit hätte ich jetzt auch gesagt. 6, 7 Stunden haben wir da dran gespielt und dann mussten wir leider, leider neu starten, weil die böse Frau Zilla einfach zu viele Gegner gespawnt hat. Ah, der hat nicht mal Loot gedroppt, der Arsch. So. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Raids. Und ja, ich hoffe, es war auch bei euch spaßig. Wie lief's? Habt ihr ordentlich Aufträge abgeliefert? So. Da wollte ich hin. Ja, und noch zur Erklärung, wir haben, also mit Twitch-Event ist gemeint, dass der Chat hier tatsächlich mit Kanalpunkten Events triggern kann. Und die nicht alle ganz so lieb sind. Unter Umständen halt auch ein paar fiese Gegner spawnen lassen können und so. Ja, eine neue. Ich habe eine verzauberte Keule. Wuhu! Was kann die? Recalling? Was ist denn damit gemeint? Okay, muss ich ausprobieren? Recalling, was könnte damit gemeint sein? Die immer wieder zu dir zurück, wenn du sie wirfst, aber kannst du ja gar nicht werfen. Weiß ich nicht. Nee, also ich habe da nichts beistehen, dass die werfen. Recalling heißt eigentlich auch Erinnerung oder sowas. Also ich kann sie nicht werfen. Namen wüsste ich nicht, was sie tut. Attack Stamina Use minus 10%, das ist ganz nett. Und Stagger Duration plus 7, also. Hört sich erstmal ganz nett an, das Ding. Wobei ich halt immer noch nicht weiß, was das für ein. Was das Recalling. Deuten soll. Irgendwer eine Idee? Keine Ahnung. Aber. Geile neue. Waffe. Konnet eine neue Keule. Ja, endlich. Ich mag Keulen. Ich mag dieses grobe, stumpfe Vermöbeln. Bin ich ein Fan von. Ach, das sind Schweinchen. Hallo. Jede Menge sogar. Ach, das ist ein Spawner. Mal her, liebe Schweinchen, Schönchen. Oi, neuer Spielstand oder komplett Frischling? Nein, nein. Wir, Sweet Tante, wir haben Valheim nach Mistlands beendet als Let's Play. Und, ja, uns fehlte Valheim ein wenig. Und deswegen haben wir gesagt, wir spielen mal Permades. Das heißt, einmal sterben, egal wer von uns aus der Truppe stirbt, gibt es einen kompletten Server und auch Charakterneustart. Neue Map, neuer Charakter, alles wieder auf Null. Und ja, wir spielen gleichzeitig mit Epic Loot, was echt cool ist. Und mit Twitch Events. Die Events wechseln dann immer stündlich und dann kann der Chat auch hier mit helfen oder gegen uns spielen, je nachdem, wie sie so gepolt sind, die lieben Zuschauer. Das kann so oder so sein. Ja, auf jeden Fall ist das mittlerweile der 5. Neustart. Und, oh, ich sollte vielleicht den Schweinespawner mal eben markieren. Oha, ich würde 5 Minuten überleben. Es geht. Also wir hatten tatsächlich Neustarts, die waren relativ schnell wieder durch. Ja. Der letzte jetzt, den wir vor diesem gespielt haben, der ging 6, 7 Stunden. Also wir waren gerade dabei, uns Trolle zu besorgen und ein paar Rüstungen und so, also Richtung U-Alten. Hatten den ersten Boss auch schon gemacht? Ja, ein paar Mal. Ich glaube, 6, 7 Mal haben wir ihn besiegt. Wegen Epic Loot haben wir das extra neu gemacht, damit wir ein paar schöne Sachen bekommen.
Also kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen, der Valheim schon gespielt hat, einfach mal mit Epic Loot starten. Es ist unfassbar cool. Die sind sehr weit oben. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Gebiet. Das lassen wir lieber. So, den Schweinespawner muss ich mal markieren. Also war schon ein cooler und fortgeschrittener Spielstand, aber ja, ist halt passiert. Die Frau Zilla hat leider sehr viele Viecher gespawnt und das waren zu viele. Also, der Tod aus dem letzten, den siehle ich definitiv bei Frau Zilla an. Gar nicht viel. Ja. Brauchst du hier nicht rausreden. So, und da unten ist, glaube ich, noch ein Schweinespawner. Oh, und eine Hütte. Die hat gestern bestimmt schon besucht. Das ist noch ein Dorf. Ja, klar. Alle Hütten. Ja. Alle Hütten in Valheim hat sie schon abgesucht. Alle Hütten in Valheim. In ganz Valheim. Der Troll hat dich gekillt. Ja. Der Troll hat mich gekillt, weil du ganz viele von den Kackviechern gespawnt hast. Red dich mal hier nicht raus. Du bist schuld. Wüste in der Finsternis. Gibt es Hütten in den Mistlands? Ja. Naja, Hütten würde ich es jetzt nicht benennen, aber es gibt da auch sowas, ja. Ne, sie war noch nicht hier. Ist ja unfassbar. Was? Ja. Die einzige Hütte in ganz Valheim, die ich noch nicht besucht habe. Oder du hast nicht gründlich genug geguckt. Oder du hast keinen Platz mehr, das ist auch möglich. Sogar sehr wahrscheinlich. Laufen da unten Schweine. Okay, wir haben 12 Eiktür. Nicht Eiktür. Eiktür? Jetzt schon? Genau. Es wird spät. Wir haben 12 Hirschtrophäen da. Sweet, danke. Sweet Tante, Dankeschön für dein Follow. Willkommen hier bei uns. Was, Sweet Danke ist auch schön. Sweet Danke, ja. Würde ich jetzt auch mal so sagen. Ist eigentlich ganz nett so. Ja, Sweet Danke, why not? Ja, ihr Lieben, wie gesagt, ich kann euch nicht sagen, wann es wieder Valheim gibt. Vielleicht nächste Woche Samstag, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, muss ich mal schauen. Aber, ihr Lieben, gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen, da gibt es auch jede Menge Videos, auch aus den Runs von letzte Woche. Lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. So, hier ist doch nichts mehr großartig, oder? So, wir haben es 15:15, Kerstin. Ja, ich bin auch in der Base zurück. Ich nicht so. Können gerne. Ach, gib mir Ausdauer, gib mir Ausdauer, gib mir Ausdauer! Oh, wie habe ich das denn jetzt hier hart verkackt, ey? Also die Quote ist echt gut gerade. Oh wow, habe ich den getroffen? Die Quote ist richtig gut gewesen. Alter, den habe ich getroffen. Weil die wahrscheinlich verkackt hat zu wetten, oder? Ja. Quote ist 1 zu 5,8. 6.000 zu 30.000. Boah. Okay, Didi hat auf jeden Fall jede Menge Punkte verteilt. Stark, Didi. So. Das nenne ich Einsatz. So musst du immer wetten. So, ist ein Ferkelchen ausgebüxt. Sind zwei Ferkelchen ausgebüxt. Was schmeiße ich denn jetzt weg? Es ist alles so wichtig gerade. Komm, ich schmeiß das Schweinefleisch weg. Ach, Freiheit für die Ferkelchen. Freiheit für die Ferkelchen? Was? Wir lassen die einfach ausgebüxt. Vielleicht vermehren die sich auch. 20.400 Punkte verdient? Alter, das ist aber schon fast frech, Schumchen.
glaube, die höchste Kanalpunktewette, die ich gewonnen hatte, waren um die 250.000. Nein, gut, da war aber auch 150.000 Punkte Einsatz. Einmal Nebel kaufen, please. Nee, 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 nee. Also ich habe einen Streamer, einen größeren, den ich schon ewig gucke, und da habe ich so viele Kanalpunkte zusammengesucht. Aber der hat auch tatsächlich Kanalpunkte, Belohnung. Das sind dann auch so ab 150.000, 200.000 oder was, wo dann auch ganze Spiele sich gewünscht werden können und so. Und ja, wenn man dann hauptberuflich Streamer ist, dann läuft das auch alles ein bisschen anders. Ich habe nur 3.500 gesetzt und du hast 20.400 zurückbekommen? Alter Schwede. Ach komm, die Zeit war trotz Wette sehr ruhig bei euch. Da könnt ihr Sergeant die Malers auch den Nebel gegönnt werden. Ihr macht das doch mal, Zuckerwölkchen. Gönn doch mal den Sergeant die Malers. Danke, Didi. Boah, das war jetzt nochmal so ein bisschen in der Wunde rumbrockeln. Ich weiß gar nicht, ob der Didi noch wach ist. Ich glaube nicht. Hat mich sowieso gewundert, dass er da ist. Weil er wahrscheinlich nämlich eher so noch unterwegs war heute Abend. Wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz nüchtern war. Vielleicht war es auch deswegen so viel Kanalpunkte. Ach Gott, das wird nichts. Ich hab so wenig Ausdauer, das wird nichts. Ich bin vor allen Dingen voll falsch gelaufen. Wo bin ich? Ich bin voll weit weg. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich bin zum Spawner gelaufen. Zu den Altaren gelaufen. So gut gemacht. Ja, voll, ne? Ich finde auch. Aber hey, ich hab 8 mal Leder und 4-mal Hirsch und ich habe auch 2 Hirschtrophäen. Also wir können hier eine Base sind 21 Hirschfälle, 29 Leder. Reste. Ja, ich habe vielleicht auch zwischendurch wieder was wegsortiert. Und 12 Hirschtrophäen aktuell. Aber kam die jetzt nur von dir? Nee, nicht hier in der Base. Ja, aber kam die jetzt nur von dir oder hatte ich zwischendurch noch was weg? Ja, nee. Also schon ein ordentlicher Teil davon, ja, aber da lag auch vorher schon was. Okay, dann haben wir auf jeden Fall eine gute Basis fürs nächste Mal, würde ich sagen. Mhm. Vielleicht verkacken wir das dann nicht. Aber ich finde, jeder Neustart hat bis jetzt auch so ein bisschen Erfahrung reingebracht, ne? So, was geht und was nicht. Ja. Vor allen Dingen, wie man auch so mit manchen Gegnern halt umgehen muss. Also es hat nicht nur Nachteile. Eben auch, wie man die Wellen am besten handelt. Ja. Ja, wobei das bei mir mal stark davon abhängig ist, ob ich mein Inventar wegschmeiße oder nicht. Mhm. Oder ah. Da habe ich nochmal hinten Hirsch erlegt. Haha. Du hast einen Kumpel, der da hinter dir herrennt. Wirklich? 2 sogar. Aber der hat nur gelbe Augen. Das ist nicht so wild. Komm doch, komm doch. Feigling. So, gehen wir nochmal im Fix schlafen. Können wir gehen machen. Ey, sind 2 Ferkelchen ausgebüxt. Ja, und die Ferkelchen von Schrumpchen und Heidi, was erwartest ich du da? Ich glaube, die haben beim Werfen nicht so gut gezielt, Schrumpchen und Heidi. Die haben, glaube ich, über den Zaun drüber geworfen, ja. Okay. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Mein Gatter ist ja perfekt dicht. Einfach mal aus dem Gehege rausgeworfen. Ja. Wir werfen doch keine Ferkel über den Zaun, ja, anscheinend schon.
wie sind die sonst da rausgekommen? Ja, hier steht eins. Eben. Hier steht eins. Süß und klein. Guck's dir an. Ja, ja. Ein Mini-Ferkel, ein Mini-Schrumpchen, ein Mini-Hai-Schrumpchen. Und hier steht das zweite. Da. Da, das ist eure Brut. Okay. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir erstmal unsere YouTube-Zuschauer. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut und tschüssi. Tschüss.